Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supremacy 1914. Wir sind wieder zurück am Start an Tag 11 in dem wunderbaren Turnier mit Horse, Admiral Horatio und Follow Chris. Link natürlich in die Videobeschreibung für die anderen Kanäle. Und ich würde sagen auch mal, wir starten mal rein in die Folge, oder? Ihr wisst ja, letzte Folge habe ich mich ein bisschen mit Horatio unterhalten. Und wir hatten so ein bisschen die Idee, dass wir dann halt durch Belgisch-Kongo laufen werden. Damit ich einmal nach rechts abbiege, nach Ostafrika und er weiter nach Äquatorialafrika geht, damit wir mal so langsam irgendwas tun. Und die Idee klang ja auch erstmal nicht schlecht und war eigentlich auch ganz gut, dass wir das, glaube ich, gemacht haben. Übrigens, ich sehe gerade, wir haben gerade ein bisschen Essen übrig, vielleicht hätte man ein paar... Na, wir haben gar kein Geld für eine Truppe. Ja, hat sich direkt erledigt, ja moin. Auf jeden Fall, wir fanden die Idee gar nicht so schlecht. So, das heißt, gesagt, getan und wir gehen da einfach mal hin. Ja, das ist der Stand. Ich sag mal so, wir haben natürlich, ne, sind erstmal den Weg hier hochgegangen, durch Bukavu nach Dungu. Dungu habe ich eingenommen, habe das direkt dann an Horst gegeben, weil Horst halt mit der KI nicht in Krieg ist. Bin rechts abgebogen und Admiral Horatio wäre normalerweise gerade ausgegangen. Das Ding ist, ich habe zu der Zeit gearbeitet. Das ist dann also ein bisschen schwierig gewesen. Ich habe gedacht, weil hier waren bis dato natürlich nicht viele Truppen drin, das muss man einfach mal so sagen. Die meisten Truppen hatte Ostafrika hier unten. Und jetzt hat er halt alles hier oben und ich sag mal so, das Ding ist rum. Ne, hier ist vor allem noch Level 2 Festung, die ist immer noch nicht down, nach wie viel Ticks schon. Und er hat hier ordentlich Truppen nachgeschifft. Also das waren, was waren das vorher drin? 10 Infanteristen und ein Panzerwagen, glaube ich. Nicht viel und unsere Armee war, na gut, ihr seht ja, wie viel ich auch schon verloren habe. Das war eine ganze Menge. Also vom Ding her hätte es gereicht, hätte er nicht so viel Truppen nachgeschickt. Gut, ist passiert, ist jetzt doof gelaufen, kann man aber jetzt nichts dran ändern. Ich habe irgendwie gehofft, dass die jetzt hier unten dann angreifen. Ich glaube, die haben auch 2 Provinzen eingenommen. Vielleicht sollten sie dann mal vielleicht nach Bombasa weiterlaufen. Ne, jetzt hier, klar, Arusha ist schwierig, wobei man hätte jetzt auch, finde ich, von beiden Seiten reingekonnt. Vielleicht wird auch jetzt hier unten erstmal abgewartet, dass Chris hier Tansania auseinander nimmt, ne, weil wir haben jetzt da 2 Artillerie stehen, das wird beschossen. Tansania verliert jetzt hier gerade seine letzte Provinz. Und vielleicht greifen die dann zu dritt endlich dann mal Ostafrika an. Ja, ein bisschen unglücklich. Wie gesagt, ich habe darauf nicht mehr geachtet. Ich dachte, das passt vielleicht schon irgendwie. Pustekuchen. Also da muss man echt sagen, Props an Ostafrika, von der hat schon wieder so viel eingenommen. Dass der noch lebt, ist unfassbar. Spielt er sehr, sehr gut. Muss man ihn einfach lassen. Aber wir haben ja schon von vornherein gesagt, wir sind hier, haben ja anscheinend eine Koa neben uns, ne, wenn man da so die Dienstakte sich anschaut. Die wissen, was sie tun. Davon kann man ausgehen. Auf jeden Fall, unsere Armee wird draufgehen. Ein bisschen was von ihm konnten wir bis dato noch zerstören, jetzt nicht mehr. Gut, und wie gesagt, der Angriff nach Äquatorialafrika wurde auch abgebrochen. Da hat das zum Glück Horatio rechtzeitig gesehen, denn Äquatorialafrika hat hier direkt eine große Armee zusammengestellt gehabt, gegen die Admiral auch nichts hätte tun können. Ist jetzt, wie es ist. Aber das hält uns nicht davon ab, weiterzumachen, logischerweise. Ich sammle natürlich jetzt wieder neue Truppenarmeen, etc. Ist natürlich klar, und das geht jetzt ja auch alles nicht. Das heißt, unsere Armee besteht dann bis dato aus 25 Infanteristen. Weil, wie gesagt, die da oben brauche ich nicht mehr mitzählen jetzt, die sind weg. Aber gut, generell muss man aber auch sagen, die Ressourcenlage ist aber auch grottig. Also die ist wirklich immer noch schlecht. Ne? Es bringt aber, also ab und zu frage ich ein bisschen nach Holz und bekomme dann auch ein bisschen Holz, damit ich nicht wegen moralmäßig so richtig absinke. Habe jetzt wieder ein bisschen Holz bekommen, aber hier geht auch schon wieder ein bisschen runter. Ihr seht schon, Material-Shortage, minus 18. Konnte gerade eben wieder auch ein bisschen Holz kaufen, das heißt, dann wird es wieder gleich verschwinden erstmal. Ja, ist also eine krisige Situation für uns hier unten. Für den anderen, wie gesagt, denen geht es ein bisschen besser. Das ist wenigstens etwas, das ist gut. Wie gesagt, letztendlich ist es ein Team-Ding. Und da ist es ja einfach nur wichtig, dass wir alle gemeinsam weiterkommen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Und vielleicht können wir dann auch hier und da jetzt in naher Zukunft, wenn wir dann vielleicht weiter nach Afrika durchmarschieren sollten, können wir dann vielleicht hier und da ein bisschen was mit auch abgreifen. Natürlich jetzt primär irgendwie Material und Essen, ne? Damit wir da auch ein bisschen mithalten können. Aber das wird schon werden. Ich verkaufe jetzt gerade nebenbei nochmal ein paar Sachen, weil ich sehe, wir haben auf jeden Fall viel übrig. Und die Preise waren gerade hier und da nicht ganz scheiße. Eins ist ja mit das Schlimmste. Aber 3,6, gut, für Gas brauchen wir sowieso gar nicht. Haben wir jetzt gerade 74.000. Könnte ich damit... Könnte ich sogar 1.300 Stahl... Warte, mein Panzerwagen kostet 2.000 Stahl, ne? Genau, 4.000 Stahl kriege ich die zusammen. Bei 3. Nee, das bekomme ich nicht zusammen. Aber ich würde das zusammenbekommen...
um mal wieder ein bisschen meine Armee aufzufrischen, weil jetzt gerade, naja, wie gesagt, ich verliere da oben gerade alles und da ist es jetzt schade, wenn ich gar nichts mehr habe. Und da wäre so ein Panzerwagen eigentlich ganz schmackofatz. Da bin ich ehrlich zu euch. Schauen wir mal hier. Kriegen wir nicht zusammen, ne? Das ist ja ärgerlich wie sonst was. Stahl so teuer ist, Mensch. Ja, sparen wir das Geld, sonst erstmal bringt jetzt gerade nichts. Gut, aber ein Panzerwagen ist wieder im Bau. Wir sammeln wieder Truppen. Wir müssen jetzt in Ostafrika durchkommen. Also die müssen jetzt, wenn sie mit Tansania fertig sind, wirklich mal jetzt angreifen. Gut ist, dass wir jetzt wenigstens Artillerie haben. Aber das darf ja eigentlich schon gar nicht mehr sein, dass Ostafrika schon so lange durchhält. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Und deswegen wird es jetzt definitiv Zeit. Vor allem, wenn man jetzt dann hier nochmal schaut, Marokko und Algerien, die verlieren halt langsam, ne? Auch hier oben, Spanisch-Westafrika, das ist, glaube ich, KI einfach, ist da wieder ein... Nee, warte mal, die waren schon vorher da, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, den beiden geht's nicht gut. Das kann man, denke ich, so sagen. Libyen ist jetzt wieder gewachsen. Wo kommt der denn her? Ah, der... Ja, schon? Okay, der war immer schon im Team, den habe ich gar nicht mitbekommen. Der war doch mal AFK gefühlt. Der lebt auch noch, das ist verwunderlich. Ich glaube, der war lange nicht mehr da. Aber auch, so oder so, ist egal. Er ist wieder da und ich sag mal so, das war's mit den beiden. Das sind vier Stück hier. Ja, Äquatorialafrika hat jetzt ein paar Truppen unten hingestellt, weil wir da gerade angegriffen hatten oder wollten. Aber wir müssen schnell durch hier, damit die nicht hier, die jetzt auseinandernehmen, um sich hier in Nordafrika komplett unter den Nagel zu reißen und stärker sind als wir. Das dürfen wir nicht durchkommen lassen. Na, alles andere hat sich sonst nicht großartig verändert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, jetzt muss es so langsam mal sein. So, wie gesagt, da kommen wir so langsam zum Ende von der Folge. Ich bin gespannt, wie es morgen aussieht. Genau, check gerne die anderen beiden Kanäle einmal ab. Link in der Videobeschreibung. Und mit Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und auch gerne mal bei Eriks Kanal abchecken, auch in der Videobeschreibung, der das ja alles moderiert. Genau, und dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen. Was habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.